Ich habe euch eine Geschichte mitgebracht. Die habe ich in der Bibel gefunden und die steht bei Markus. Und ich hoffe, die bringt uns ein Stückchen näher zur Lösung unseres Rätsels, was Rogate heißt. Unsere Geschichte handelt von Jairus. Jairus ist ein Synagogenvorsteher. Der hat was zu sagen in der Synagoge. Er organisiert zusammen mit dem Kantor und mit dem Rabbi die Gottesdienste in der Synagoge. Er wohnt in einem schönen Haus, dem Haus des Synagogenvorstehers. Und er hat eine Frau und eine Tochter. Das wissen wir von ihm. Gut sieht's aus in seinem Leben. Aber was ist heute mit Jairus los? Er läuft durch Kapernaum, dieser kleinen Stadt am See Genezareth, dort, wo auch seine Synagoge und sein Haus stehen. Er läuft durch die Straßen und er guckt und sucht. Was ist denn los mit ihm? Er ist ganz aufgeregt. Jairus, was ist los mit dir? Er hetzt durch die Straßen. Er guckt hier, er guckt da. Dann fragt er jemanden, habt ihr Jesus gesehen? Ja, der ist am See Genezareth, dort wo er immer ist. Er predigt dort. Wenn du ihn suchst, musst du hingehen. Jairus rennt los. Jesus, Jesus ist seine letzte Rettung. Jesus muss er finden. Jesus ist der Einzige, der ihm helfen kann. Aber wie soll er zu Jesus hinkommen? Eine riesige Menschenmenge umringt Jesus. Es ist kein Rankommen. Jairus, der kämpft sich durch. Er benutzt die Ellenbogen und rammelt durch die Leute durch, bis er vor Jesus steht. Und dann steht er vor Jesus. Nein, er fällt vor Jesus. Er fällt vor Jesus auf die Knie. Jesus, du musst mir helfen, du musst mitkommen. Du musst mit zu mir nach Hause kommen, meine Tochter ist krank. Du musst einfach die Hände auflegen, dann wird sie wieder gesund. Du bist meine letzte Rettung, kein Arzt konnte uns helfen. Sie stirbt, Jesus, komm bitte, komm, hilf mir. Viel hatte er schon von Jesus gehört und er vertraut ihm. Jesus ist der Einzige, der er noch helfen kann. Und was tut Jesus? Jesus sagt, klar, ich komme mit. Nicht so einfach bei den Massen von Leuten, die rings um ihn rumstehen. Nicht so einfach, wenn er von allen Seiten bedrängt wird. Jesus, hilf mir, Jesus, komm hier und Jesus da. Da kommt noch eine Frau dazwischen, die will auch noch geheilt werden. Jesus tut es, aber Jairus, dem brennt die Zeit unter den Nägeln. Was ist, wenn es zu spät ist? Jesus, komm doch mal. Aber als er sieht, wie Jesus die Frau heilt, kriegt er noch mehr Vertrauen. Jesus muss es schaffen. Jesus muss es einfach schaffen. Das ist meine letzte Rettung, meine letzte Hilfe. Bestimmt schafft er es. Sein Vertrauen wächst. Und dann passiert es. Boden kommen in den Berg hinuntergerannt. Jairus, du kannst, komm schnell nach Hause, du kannst Jesus hier lassen. Es ist alles zu spät, deine Tochter ist tot. Sie ist gestorben, es hat keinen Sinn mehr. Jesus muss nicht mehr zu kommen. Du brauchst ihn nicht mehr zu belästigen. Lass ihn einfach hier, es ist zu spät. Deine Tochter ist tot. Jairus erschrickt. Er fällt richtig in sich zusammen und Jesus merkt es. Da legt Jesus ihm die Hand auf die Schulter und sagt, Jairus, hab keine Angst, fürchte dich nicht, glaube nur. Gemeinsam gehen sie zum Haus des Synagogenvorstehers. Und als sie dort ankommen, da ist schon ein Aufruhr. Da sind Massen von Frauen da und die weinen und heulen und schreien. Und alles ist in totalem Durcheinander. Deine Tochter ist tot, komm rein und sieh sie dir an, sagen die Frauen. Und ja, es ist so ein Geschrei. Aber Jesus sagt, nein, sie ist nicht tot, sie schläft nur. Pah, sagen die anderen, das haben wir doch, du warst doch gar nicht da, du hast sie doch noch gar nicht gesehen. Sie lachen Jesus aus. Ach, wieso denn, du kannst das doch gar nicht wissen. Wir haben sie gesehen, sie ist tot, wirklich, glaub's nur. Aber Jesus bleibt ganz ruhig. Er nimmt Jakobus, Johannes und Petrus, seine allerbesten Freunde mit. Auch die Eltern des Mädchens nimmt er mit in das Zimmer. Dann schließt Jesus die Tür.
Im Bett liegt das Mädchen, ganz still und bleich. Ihr Herz hat aufgehört zu schlagen. Sie atmet nicht mehr, der Brustkorb hebt und senkt sich nicht. Das Mädchen ist tot. Jesus tritt an ihr Bett. Vorsichtig nimmt er ihre Hand in seine. Und dann schaut er sie an und sagt, Talita Kumi. Das ist Aramäisch, die Sprache, die Jesus damals sprach. Und es heißt, Mädchen, steh auf. Und das Unfassbare passiert. Das Mädchen schlägt die Augen auf, es setzt sich hin, es steht aus dem Bett auf, es läuft im Zimmer umher. Überglücklich schließt Jairus seine Tochter in die Arme. Seine Tochter, sein Mädchen, es lebt. Jesus hat das gemacht. Mit Gott. Und was macht Jesus? In seiner so ganz praktischen Art sagt er, gebt dem Mädchen was zu essen. Sie hat bestimmt Hunger.